Puh, jetzt war gerade eine Scheiß-Ero. Guten Morgen. Heute ist Samstag, der 26.09. Und heute ist wieder so ein Tag, wo ich nicht genau weiß, was ich im Video machen soll. Das hat so verschiedene Gründe. Gestern war so gefühlt so ein bisschen hektisch. Ein bisschen beeilen musste ich mich, aber ging eigentlich. Und dann wollte ich eigentlich abends in Feierabend und mich ransetzen und das Video schneiden, das ich heute veröffentliche. Also für euch das Video von morgen oder so. Das ist ja scheiße, wenn man hinterher hängt. Man weiß immer nicht, was man erzählt, von wann das online ist und naja, doof. Also zurück zum Thema. Und dann kam abends die Überraschung. Ja, wir setzen uns jetzt noch hin, besprechen die Karte und machen die fertig. Die wir letztens schon irgendwie besprochen haben. Ich weiß nicht, ob ich dir gezeigt habe. Dann schließt du da. Ja, musst halt machen, das ist der Job, ne? Geht vor. Mit Zeit in den Kohle auch haben am Monatsende. Also haben wir da gesessen, dann war ich um 12 zu Hause. Und dann hab ich natürlich auch keinen Bock, mich noch mal ranzusetzen und ein Video zu schneiden. Dann hab ich mir also hingesetzt, irgendwie ein Video von meinen YouTube-Abos geguckt, war dann duschen und so noch ein bisschen rumgeklickert, Mails gecheckt und so. Und dann bin ich in eine Kiste gesprungen und hab geschlafen. So, dann stehe ich heute Morgen auf. Komm auch schon irgendwie eine Stunde später aus dem Bett als sonst. Naja, dann geht's los, ne? Alles erledigen, was erledigt werden muss. Hund raus, Kaffee trinken. Hab dann eben noch ein bisschen so rangesessen und Video geschnitten. Hoffe, dass ich nachher noch fertig kriege, dass ihr das schon gesehen habt. Seht ihr? Scheiße. Ich muss unbedingt wieder auf den Laufenden kommen. Ja, und dann hatte ich halt nicht so die Zeit, mir Gedanken zu machen, okay, was machst du morgen, ne? In dem Sinne, oder was machst du nachher im Video? Und vielleicht sollte ich mir für solche Fälle immer so ein paar Themen zurechtlegen, über die ich sprechen kann. Weil es ist ja auch noch nicht so viel passiert heute, dass ich irgendwas spannend erzählen kann. Sofern ja eh nicht so viel spannend passiert an einem normalen Arbeitstag bei mir, finde ich. Das ist ja auch relativ, ne? Ansichtssache. In meinen Augen passiert nicht viel spannend. Jemand anderes würde vielleicht sagen, oh, geile Sache, spannend. Wir könnten jetzt über die Frauenhasser-Geschichte, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob ich die überhaupt schon mal erzählt habe. Also in den letzten Looks ist auch so ein Thema, man vergisst so schnell. Und ich will halt nicht alles doppelt erzählen. Also gut, ich habe auf Arbeit zwei Kolleginnen, die haben Scheiß gebaut. Und dafür ist es angemault. Und in der Gastronomie geht es verbal ein bisschen derber zu. Wobei derber heißt so ein bisschen harschere Worte, aber nicht jetzt irgendwie so ausfallend und beleidigend. Machen manche, bin ich aber nicht. Glaube ich. Ist halt auch immer so stressbedingt, ne? Ich meine, in der Gastronomie ist es oft sehr stressig. Man muss es immer schnell gehen, dann werden die Gäste sauer, dann maulen die Gäste und die werden dann ausfallend. Wie auch immer. Ich habe ihnen also mal gesagt, dass das, was sie gerade gemacht haben, totale Scheiße war. Danach ist für mich das aber auch wieder erledigt. Und dann geht es wieder zum Tagesgeschäft. Und wenn mir einer sagt, Tilly, das und das war gerade scheiße, dann kann ich das einsehen oder darüber diskutieren. Aber das ist halt so und dann geht's weiter. Manche sind dann aber bockig. Und anstatt sie dann zu dir kommen und mit dir darüber reden, gehen sie zu anderen und reden mit denen über dich. Und erzählen halt natürlich nicht, dass sie gerade Mist gebaut haben. Manchmal vielleicht, dann wäre es noch okay. Aber in den meisten Fällen erzählen sie einfach nur, du bist scheiße. In dem Fall haben die Damen dann erzählt, ich wäre ein Frauenhasser. Und das finde ich scheiße, weil mit den Damen habe ich normal nicht mehr als zwei Worte erzählt. Die sind noch nicht so lange bei uns und ich habe nicht viel mit denen zu tun. Ich sehe die ab und zu mal mittags, weil die in der Frühschicht arbeiten. Mehr als Hallo habe ich zu denen also noch nicht gesagt. Die wissen nichts über mich, ich weiß nichts über sie. Für mich ist es in Ordnung, für sie wahrscheinlich nicht, weil neugierig sind sie alle. Sie haben also keine Ahnung von mir, meinem Leben, wie ich bin, was ich mache. Was ich nicht so schlimm finde. Ich bin ja nicht da, um Freunde zu finden. Wie auch immer. Jedenfalls haben sie erzählt, ich wäre ein Frauenhasser. Nun ist es mir im Grunde, nee, mir ist es völlig egal, was andere Leute über mich denken oder von mir halten. Das ist deren Sache, da habe ich kein Problem mit. Problem habe ich nur damit halt, wenn sie rumrennen und sowas wie, ich wäre ein Frauenhasser, breit rum erzählen. So, und wenn sie dann Kolleginnen und Kollegen darüber lästern und erzählen, ich wäre ein Frauenhasser und wer weiß, was sie noch alles erzählen, dann kann man sich ja ziemlich sicher sein, dass es irgendwann auch nach außen geht. Dann wird es halt richtig schlimm, weil man weiß nie, wie es dann weitergetragen wird, ne? Stichwort stille Post, das Spiel kennt jeder. Und man will auch gar nicht wissen, wo das alles ankommt. Und nun ist ja so, dass ich nicht nur diesen Job da mache, sondern auch noch einen Nebengewerbe habe. Und der Plan ist, dass ich davon irgendwann mal leben kann. Ob das dann hier ist oder woanders, ist erstmal eine andere Sache und dahingestellt. Dann sind solche Geschichten halt ganz schlecht und überhaupt nicht förderlich, weil im schlimmsten Fall ja, zerstören sie mir mein Geschäft mit solchen Geschichten, die sie erzählen. Und das alles nur, bloß weil sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben oder aus irgendwelchen anderen großen Gründen pissig auf mich sind. Naja, so ist halt scheiße. Und so hat Claire gerne
gleich und direkt. Kommen dann viele auch wieder nicht mehr klar, weil sie ja nicht zugeben können, ja, stimmt, habe ich erzählt. Irgendwie auch nachvollziehbar, aber hätten sich auch vorher darüber Gedanken machen können. Naja, und dann statt sie gleich zu einem kommen und sagen, können wir darüber nochmal reden, können wir das aus der Welt schaffen, finde ich jetzt nicht so ein Problem.